Hallo und willkommen zu einer neuen Folge ARK Survival Evolved. Wir sind im Moment gerade hier ja im Velociraptor-Gehege, wo wir jetzt eigentlich, wo wir jetzt rausgehen werden und uns ja in der letzten Folge mit dem Eingang, mit der Eingangshalle beschäftigt haben. Womit wir in dieser Folge auch weitermachen werden. Und eben halt schon mal einen Aufzug in dieser Folge machen. Shit, walk. Ich walke lieber, weil es schneller geht. Ups. Inventar öffnen. Okay. So. So, wir mit der Eingangshalle fortfahren, weil wir wollen ja auch weiterkommen und ich werde ja eh erstmal dort alles einreißen. Außer, ja doch, müssen leider wirklich alles einreißen. Dean. Denn wir müssen hier unten eben halt wirklich alles nochmal richtig bauen. Also meine ich eben halt, wir müssen, ich weiß nicht, reicht das? Das reicht auch. Und das. I'm a single. So, und jetzt müssen wir eben halt noch mal alles umdenken. Erstens, das ist nicht so praktisch. Das finde ich aber auch nicht so perfekt hier, weil dort soll ja eigentlich was ganz anderes kommen. So, das wird erstmal reichen. So, klar ist das hier jetzt eigentlich perfekt, aber wir müssen gucken. So, ob wir es eher an einem Fly. Also müssen, ich würde es eher anraten, dass wir das hier lassen. Also jetzt so weitermachen, eben halt. Muss einmal Webbrowser. Arc Metal Foundation. Dass wir eben halt hier das weiterbauen. Bam, 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 bam. So, das wird erstmal reichen. Machen. Ups.
Wieso geht das nicht? Hier geht es dann mal wieder nicht. Das meinte ich eben halt damit. Aber hier geht es wieder nicht. Und hier ist wieder zu niedrig. Okay. Abreißen. Abreißen. So. Jetzt haben wir genug Metallbahn und Stein. So, ich würde dann wirklich sagen, das wäre eher. Also. Brauchen so 6x6. Würde ich sagen, reicht. Ups. Sheetrock. Sheetrock. Ich würde sogar sagen, dass wir ihn noch nicht mal hier bauen, sondern es dort oben dann drauf haben. Weißt du? Also hier am Ende den Aufzug bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier passt auch der Aufzug rauf. Erstmal die Aufzugsplattform. I'm a Single. I'm a Single. Nicht witzig. Halt's Maul, du. So. Und die. Ups. Und die brauchen wir dann echt oft. Elevator. Elevator. Ich weiß ja nicht, wie hoch der ist. So. Dann gucken wir mal mit den. Wir haben jetzt 27. Ich glaube, eben halt 4, 5, 5. Darf ich das schön haben wollen. Ups. Müssen wir gucken. Wir haben noch irgendwo noch Kabel. Eins. Eins. Das ist auch so weit weg. Okay, wir bauen unseren eigenen Generator. Ein Fabrikator.
Den Generator kann man hier machen. Jetzt haben wir unseren eigenen Generator, den wir eigentlich nun. Direkt dort dran machen können. Aber wir brauchen Benzin. Dort ist kein Benzin drinne. Dort auch nicht. Ist hier welche? Hier ist bestimmt welche drinne. Ja klar. So, das reicht doch erstmal. Du. Oh, noch eine Steckdose, ja, dann. So, das dazu. Da. Haben wir jetzt auch eine, brauchen wir nur. So, und jetzt sind wir auch am Anheben. Acht, acht, acht. Oops. So anheben. Ho, ho, ho. Okay, da kann man nicht hoch. Anheben. Okay. Bisschen höher müssen wir schon noch. Okay. Ich glaube, 8 reichen. Ja,
Okay. So, jetzt sind wir hoch genug. So, jetzt brauchen wir eben halt Walls. Fetch Wall, yes. Nein. Wir wollen ja Greenhouse Wall. Die wollen wir. Die brauchen wir jetzt echt viel. Bam, bam. Oh. Bam, 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 bam. Also bis das, wenn das fertig ist, schon cool, aber. So. Hier 43 werden auf jeden Fall nicht reichen. Niemals. Weil wir haben 6x4. 6x6x4. Also vier Wände können auf jeder Plattform brauchen. Und nicht das. Wie bald? 4x2 Wände wollen wir, also kommt drauf an. Vier Wände auf der langen. Ne, fünf haben wir sogar. 5x4, aber wir müssen dann 5x2. Ja, 5x2. Dit. Das ist nicht so einfach. Ups. Dein Ernst? Also wenn man sollte es im Normalmodus macht, würde ich wirklich. Dort kommt ja dann später noch eine Tür rein, aber zuerst. Aua. Kann das runter. So. Klar, man soll da ja auch nicht rausfallen. Zu weit. So. Okay, wir brauchen noch mehr. Bam, 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 Wollt ihr auch sehen, wie das geht? Meine Damen und Herren, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich genug habe. Erstmal. So, da sind wir wieder. Wir haben erstmal genug eigentlich. So. Also erstmal zum Anfang eben halt meinte ich. Klar, bis zum Ende reicht's nicht. So, anheben.
Klo. Dahin, 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 dahin. Und wieder einmal hoch und stopp. Nun wieder einmal hoch. Und wieder einmal hoch und wieder einmal stopp. Okay, wir brauchen pro Dörte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 insgesamt. Und wir einmal hoch vorhin. Also 13 Wände um einmal rum. Wir brauchen ungefähr 50 mal 13. Wir brauchen 50 mal 13. 50 mal 10 sind erstmal 500 und 103. Wir brauchen ungefähr 650 Wände. Mindestens. Wir sind noch lange nicht oben. Okay, wir sollten vielleicht mal wieder hoch. Hätte mir dieser eine Nerd Parade, also immer noch Englisch, wenn der das da nicht gezeigt hätte, hätte ich nie den Elevator oder irgendwie was hier gebaut. Also eine gute Idee. Ne? Und mit Gewächshäusern ist auch schön. Können die Gäste auch rausgucken, wenn sie Lust haben. Stopp! Die drei Wände mache ich mal zuerst. Weil es funktioniert eigentlich funktioniert nicht mit den Wänden. Sollte. So, jetzt können wir uns hier einmal nach ganz oben. Ja, mal gucken, wie das schon mal aussieht. Die Plattform soll ja später, also dort soll das Haus dran draufstehen. Mit dem Elevator soll man dann hochkommen. So. Tit. Ist ja schon mal gut. Okay, wir haben noch viele Umdrehungen. Wir haben aber. Ich guck mal. Können wir mal gucken. Und dann wäre es auch mal wieder für die 13. Folge. Aber für die 13. Folge haben wir ja schon echt viel geleistet. Finde ich. So. Kommen wir mal drunter. Klar, hätte ich jetzt hier noch eine
weitermachen können. Aber ich wollte es ehrlich gesagt nicht. So. Wir haben viel geschafft. Dach kommt auch auf jeden Fall noch auf. Dauert aber noch. Sowas hier reingebracht. Nee. Okay, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Doorframe und eine Tür. Das machen wir noch in dieser Folge. Ich dachte eben halt, dass die Tür dann doch da ist. Es ist doch schon ein bisschen im Weg ist, ne? So. Aber dann haben wir eben halt schon mal. Können ja schon mal wieder dorthin. Hin hochfahren. Und dann ist dort eben halt die Folge Schluss. Ich wünsche aber euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn wir erstmal eben halt alles aufbauen müssen. Aber am Ende lohnt es sich doch immer. Und ja, wenn das Haus fertig ist, dann bauen wir erstmal das Brontosaurus-Gehege und Brachiosaurus-Gehege und Apatosaurus. Apatosaurus, glaube ich, so hieß der andere noch. Und ja, das wäre erstmal ja alles von mir gewesen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ich hoffe, bis zum nächsten Mal haben wir den Aufzug fertig. Und ciao, ciao. Und ja, wir fangen auch noch einen Indominus Rex. Das dauert aber noch ein bisschen, weil wir erstmal Bronto und die ganzen Gehege, also wir haben gerade mal für Triceratops und eben halt für die Velociraptoren fertig, wo ihm halt auch noch ein Haus oben drauf kommen wird. Und das ist noch nicht viel, weil uns fehlt noch ein, also Bronto und Brachiosaurus sollen zusammenkommen. Und dann soll eben halt noch ein Stegosaurus-Gehege kommen und noch ein T-Rex-Gehege, ein Dominus Rex-Gehege, ein Hai-Gehege und Fisch etc. und alles unter Wasser noch und wie gesagt, das braucht Zeit. Wir haben und dazu sollen bestimmt auch noch, also unter Wasser soll man ja auch gucken können, die Tiere angucken können und so. Muss auch alles erstmal gebaut werden. Also, und dann kommen eben halt noch die Flugdinosaurier, wo ich ein Fluggehege noch bauen muss. Dies, das, etc. Ne? Das dauert zwischen Mitte Oktober und November bin ich nicht in Deutschland, also in den Herbstferien bin ich nicht in Deutschland, da bin ich im Urlaub in Dänemark für 2 Wochen. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall bis zum November noch Folgen, also Rainbow wird noch kommen bis Ende Oktober. Danach wird die Staffel zu Ende sein. Habt ihr auch bis zum November oder sogar noch länger als November? Also, alle da Livestreams werden immer nicht kommen. Ganz klar, wie? Klar, vielleicht mal so eine Aufnahme, vielleicht, aber auch nicht viel. Aber ansonsten war's von mir und ich finde, wir haben guten Fortschritt gehabt.
Wir machen schon gute Fortschritte, aber das dauert eben halt klar noch. Wir haben gerade wenig Gehege, also wir haben gerade mal angefangen mit den Gehegen. So, das dazu. Ciao.